Servus miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kingdom Come Deliverance und mit meinem Mikrofon. Ich bin wieder hier. Jetzt geh halt weg. Ich werde gerade nicht verraten und ich kann immer noch keinen Wein abgeben. Scheint so, als ob sie genug Wein hätten im Moment. Ah ja, okay, gut, dann ist es halt so. Ich muss nochmal gucken, was können wir jetzt überhaupt noch tun? In Antonius töten? Töte einen anderen Novizen, besorge Blut. Da müssen wir verschlafen. Dann bringt Bruder Nevelas das Buch. Ah, okay. Das muss ich noch machen. Und täglich, bla, bringt Kirker Sporen den Wein. Das wollen sie ja eben nicht mehr haben. Den können wir gleich abwählen. Berichte Bruder Johann von Biebstahl. Warte mal, wir gleich können, sprich den Keller an. Vielleicht können wir noch. Er hat ja gesagt, er wartet im Garten. Wir gucken jetzt noch ganz fix in den Garten. Vielleicht geht es dann doch weiter. Ich glaube es nicht ganz, aber wir versuchen es einfach. Regnet halt jetzt auch. Ja. Also ich würde mich jetzt auch nicht so auffällig positionieren, aber er ist nicht hier. Nein. Nö. Nee, dann gehen wir wieder hoch pennen. Schlafen schön, wie wir sollen. Sollen ja. Gott, wo ist er denn hin? Ah ja. Puh, gut. Leute, ich habe was vergessen. Wir erinnern uns an unser Freitagsbier. Und nicht nur das. Ich habe jetzt sogar Urlaub. Und da geht auch was, oder? Da werden wir ein bisschen mehr Content haben, denke ich. Mal schauen, was wir da alles treiben. Okay, gut. Wir hauen uns jetzt einfach hin. Das heißt, wir haben dann unser Blut und können mit seinem irgendwas mit dem Zeugs dann halt. Oh Gott, wie lange dürfen wir eigentlich schlafen? Dürfen wir dann diese Finte bauen? Na? Und dann hauen wir ab. Und dann sind wir hier endlich raus. Können Sie Ihr scheiß Zettel selber suchen? Wir 10. Den Wein behalte ich auch. Den behalte ich nicht, nur den schmeiße ich einfach raus. Na? So. Ach ja, gut, Leute, ist halt schon 8. Nee, ne? Doch, es geht teilweise schon los. Ja, doch, siehst du. Frühaufsteher sind schon dabei. Aber was ist mit dem hier? Nichts. Was ist mit dem hier? Nevelas. Nevelas, ich habe ein Buch. Warum wächst du mich? Buch. Ja, Mensch, Nevelas, was ist denn los? Ja, und du nicht? Ach, lass mich in Ruhe. Und später sagt er wieder, es ist eine Vorlesung hier, ne? Genau. Gut, dass wir nicht so lange geschlafen haben. Sieht es überhaupt aus? Passt. Können vor allen anderen noch ein bisschen Brot und Brezen essen, ne? Aber die sind. Nö, nee, das geht sogar. Komm, eine Breze rein. So, hier entlang. Dann warten wir hier dann. Wir warten jetzt aber noch so lange. warten. Wir stehen auch noch hier so lange, bis Meldung kommt, dass wir hier sind oder bis alle da sind. Nicht, dass das Spiel denkt, ah, wir warten hier einfach nur und es ist nicht da gewesen. Na, ich traue dem nicht mehr so. Aber das ist jetzt echt kein schönes Wetter, ne? Aber die Lichtstimmung ist schon schön. Da können wir noch was hinmalen. Das sieht ein bisschen unfertig aus, aber sonst, ja, so, so. Herrlich. Arsch. Oh mein Gott. Hör dich wieder raus. Wir müssen jetzt hier ein bisschen zackig machen. Bitte. Lukas, komm. Steh ich jetzt dahin? Ja, genau. Und du, ne, dich höre jetzt auch nochmal an. Wir halten gerade. Was? Das interessiert mich bald nicht mehr. Wieso meckert eigentlich keiner wegen der Fackel? Naja. Ich frag mich noch, wer das Oberhaupt in der Kirche hier ist, im Kloster, der hier mit dem Geldfälschen und mit dem anderen Zeugs hier zu tun hat. Ob das jetzt der sterbende Typ ist oder ob das er ist? Also richtiges Oberhaupt sind ja eigentlich nur die beiden, ne? Ja, dann sind ja eher auf der gleichen Ebene. So. Ach, das waren 2, ne? 2 Stunden? Kann das sein? 2 Stunden, Bienen. Gott. Dann gibt es erst was zu essen.
Oh Gott, oh Gott. Da wüsste ich gar nicht, also. Was ist das? Und wo hast du es her? Was ist das? Und wo hast du es? Jetzt geht's nämlich los. Jetzt sind sie wach genug, um zu bemerken, dass es hier zu hell ist. Ja. Komm. Wenn wir hier abbrechen, da ist es gut. Bis um 6 so, ne? Von 4 bis 6 beten. Dann geht's in die Küche, oder? Leute. Die ersten brennen schon ab. Dann könnte auch der Nevelas, der jetzt hier steht, der nicht mehr hier steht, mir das Buch abnehmen. Also. Unterhalten wir uns. Ja. Hier ist das Buch. Hier ist das Buch. Das haben wir schon alles gehabt, bla bla bla. Alles klar. Ach, lass gut sein. So. Das hätten wir auch. Das heißt, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch das Buch. Das Blut, das holen wir uns jetzt gleich nach dem Essen und dann wären wir bereit. Das ist jetzt noch die Frage, wann wir abhauen. Ist auch nachts sein muss? Wahrscheinlich, ne? Ja. Warte mal, ich setze mich weiter hinten in den. Ach. Dann höre ich es nicht so, würde ich sagen. Haben die schwarze Kerzen? Ne, sieht bloß so aus. Das war mit Abstand größte Herausforderung in Kingdom Come Deliverance. Bis jetzt. Alter Schwede. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen. Also, ja. Ich hab das gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung. Aber ich weiß, dass ich einige Tage hier drin war. Also mindestens doppelt so viel wie jetzt. Und dass ich da nicht so gut vorangekommen bin. Ja klar, beim ersten Mal durchspielen. Ich das ausgehalten habe. Aber da habe ich ja auch nicht täglich gespielt, ne? Das ist ja was anderes. Ich langsam merke es auch schon, dass das Spiel jetzt mir so nicht zum Hals raushängt, weil es immer noch lustig ist. Das ist echt krass. Ich mag es sehr gerne. Aber manchmal denke ich mir so, oh, jetzt heute ins Kloster mit Heinrich? Nee, oder? Ja. Oder. Ne? Aber man muss dabei bleiben. Ist ja nicht nur alles hier Spiel und Spaß, ne? Muss auch hier ein bisschen ranklotzen. So, jetzt bitte hier wieder die Tür zu machen, dass uns keiner sieht. Blut holen. Wo auch immer das sein mag. Ziegenbalg voller Blut. Ein Ziegenbalg. Prima. So, dachte schon. Okay, was kommt jetzt? Kehrt zu Antonius zurück. So, Antonius. Also wenn ihr beide hier rauskommen und es sollte nicht die Möglichkeit geben, dich irgendwie festzuhalten, dann war es das für dich. Dich lasse ich nicht laufen. Antonius. Antonius, wir speichern nochmal. Nicht, dass du hier den durchdrehst. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, Blut. Ihn durchzugeben? Nee, ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Alles, auf jeden Fall. Für die Flucht benötigen. Rechtschaffene und einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten. Was? Et wen? Ich kenne die E-Mail-Adresse nicht. Soll er beim ersten Anzeichen durch Schläge und körperliche. Ich ruckel ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das ist nicht wirklich so. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich habe ja gesprochen. Nein, du hast nicht alles. Was war das gerade? Okay, machen wir das jetzt nochmal. Unterhalten wir uns. Du hast Gelbsucht. Geh durch, ich habe alles, was wir Flucht brauchen. Gut, gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Was ist das? Dormitorium. Nicht bei Nacht?
Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das Sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Also sieh da, Leute. Ach, das Ziegenblut ist erstmal... Ich hab den Dietrich weggegeben. Ich glaub's nicht, was will er denn mit dem Dietrich? Das verstehe ich jetzt nicht. Vor allen Dingen, er könnte ja schon längst hier abhauen. Das finde ich jetzt wieder kacke. Was will er denn mit dem Kack Dietrich? Aber ist denn... Wo ist er denn, wenn man einmal braucht? Stolze und Ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen. Okay, den gibt's gar nicht mehr. Der Kellerer ist weg. Okay. Ist das jetzt. Du bist da hinten jetzt mal ruhig. Ich will ja jetzt einen Dietrich. Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Aber Salvan fragt denn danach. Ich kann ihn überall mit einem... Was kümmert es dich? Hast du welche oder nicht? Immer mit der Ruhe, Bruder. Kein Grund, sich aufzuregen. Ist aufs Maul. Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Nee. Das alles habe ich hinter mir gelassen. Kein einziger hat es jemals gesagt. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Ich habe genug getrocknete Scheiße. Kannst alles haben. Handel, oder? Kaufen? Einer reicht. Verkaufen. Das da zum Beispiel. Was ist das? Okay. Wir versuchen es einfach, wir können doch handeln, oder? Falsche. Lass uns über den Preis. Also, wie viel Essen will er denn haben? Also, Entschuldigung. Sind wir uns einig? Das ist zu viel. Ja, das sollte passen. Hä? Ich hab gedacht, ich habe nicht genug Gold. Passt, wir haben es einfach. Wir fragen nicht weiter. Okay, Leute. Wir müssen noch einmal schlafen und dann kommt das Weihnachtsmann. Was ist jetzt hier noch mit dem Blauen? Achso, berichtet Bruder Johann vom Diebstahl des verbotenen Buches. Speise mit den anderen. Ach, jetzt darf ich ja nicht raus, ne? Dann, das kann ich eh vergessen. Okay. Speichern einfach nochmal. Ich habe nämlich das blöde Gefühl, dass uns hier noch öfter was schief gehen könnte. Unterhalten wir uns. Ja, machen wir schon. Okay. Ich will einfach den mal nicht. Und raus darf ich ja nicht. Na, wenn ich jetzt so ein bisschen... Beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle Tod leben. So. Was kommt denn nach dem Essen? Da muss ich auch wieder was machen. Ich hätte gedacht, ich hau mich hin. Geht ja gar nicht. Ach, Leute. Oh, ich bin wieder da. Ja, Geschwätz, da sagst du was. Also in der Aufnahme heute will ich eigentlich hier raus. Das sag ich jetzt, ne? Oh, laut. Werkstatt melde ich bei Bruder Nellas. Jetzt haben wir auch noch ein großes A. Trifft direkt nach der Abendmesse. Ist ja jetzt nicht. Trotzdem wird es allen gezeigt. Die sind immer blöd und laufen trotzdem hin. Das ist das Dermatorium. Bruder, was tust du? Du hast recht, Bruder. Das ist deine... Kannst du mir mal so richtig kreuzweise. So, hier jetzt. Hilf das.
Was wünschst du, Bruder? Ich soll mich hier melden. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute 2 Hahnenschreitränke. Alles klar. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Mhm. Hahnenschrei? Kein Plan. Also wirklich gar nicht. Kann ich ihn überhaupt? Ja, hier ist er doch. Was macht denn der? Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, kann man. Ja, kann kosten. Übrigens Alkohol, eine Hand für Beitragen und 2 Hand für Minze. Ich hab keine Lust. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich möchte jetzt einfach auch nicht. Ich hab da gar keinen Bock zu. Der kriegt jetzt irgendwie. Pass auf, was der jetzt kriegt. So, was haben wir denn hier? Also, ich würde sagen, das ist alles noch, das ist alles zu wenig giftig. Schade. Also, ich würde sagen, was ist denn gut? Also, Minze. Minze nehmen wir auf jeden Fall. Und Johanniskraut. Das schmeckt nicht gut. Oder? Das nehmen wir. Was haben wir hier? Noch ein Verband? Ne, brauchen wir nicht. So. Also. Auf jeden Fall, was Gutes ist, Wein. Wein, würde ich sagen. Genau, richtig schön neu. Dann würde ich dann aber noch Alkohol dazu. Wenn das jetzt irgendwo noch gehen sollte. Nee, geht nicht. Gut, dann hier. Kann ich da nicht irgendwas hinstellen? Inventar. Ringeblume, Minze, Johanniskraut, Brennnessel. Komm, haben wir schon. Also, Mist, Brennnessel will ich ja gar nicht. Aber egal, jetzt haben wir es. So, hier machen wir einmal Brennnessel hier rein. Komm, hier machen wir nochmal Brennnessel hier rein. Sollen wir nicht so geizig sein, ne? So, dann feuern wir das Ding hier einmal an. Dann nehmen wir das Johanniskraut. Hauen das auch mit rein und feuern es nochmal an. So. Ehrlich. Und dann erst nehmen wir die Minze. Ich kann keine Minze mehr nehmen. Das ist doch kacke. Mein Trank funktioniert aber so. Ist aber auch wirklich nichts zu wollen, ne? Neue Sachen gibt es hier gar nicht. Man kann hier keine neuen Sachen machen. So, rein damit. Da machen wir noch einen zweiten. Wegescheiße sind dabei verloren gegangen. Das tut doch nicht. So, dann stellen wir jetzt mal um. Dann nehmen wir die Minze jetzt aber und Johanniskraut. Ne? Die beiden nehmen wir auf jeden Fall. Und diesmal nehmen wir Alkohol. 98%iger Weingeist. Dann machen wir mal Minze rein. Ne, so hier jetzt, Minze. Und ja, komm, noch einmal Minze. Kann ich auch 3-mal Minze? Ich mach 3-mal Minze. So, dann haben wir den einmal durch. Und dann noch das Johanniskraut. Aber wenn er das nicht malt, dann weiß ich aber auch nicht. Also, ich kann das jetzt. Man kann bloß 3-mal Kräuter reinmachen. Okay, jetzt haben wir im Prinzip ein Pfeffi. Also wenn er das nicht macht, dann weiß ich auch nicht. Spiel, was sieht's denn aus? Pfeffi? Ist hier schön Pfeffi? Nein? Ja. Oh, lecker. Siehst du, hat funktioniert. Unbekannter Trank. 2. Ach, die werden auch noch vermischt, ne? Das ist nicht unbekannter Trank 1 und 2, sondern. Hm. So, hier bitte. Unterhalten wir. Tränke abliefern. Zeig mir, was du. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten.
Ich glaube, der guckt uns Arbeit gar nicht an. Ich glaube, dem ist es scheißegal, was wir machen. Er will einfach seine Ruhe haben. Ja? Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich ja auf Krawall gebürstet und das funktioniert nicht. Wie lange müssen wir das jetzt durchziehen hier? Bis um 10 oder bis um 11? Weil das nächste ist ja Essen, ne? Das wird wahrscheinlich 11 sein dann. Eieiei, Heinrich, du. Oh Gott. So, mal schauen, was passiert. Nix, ne? Ah, okay, dann machen wir es halt nochmal. Ne? Läuft jetzt was oder nicht? Nee, ne? Gut, Arbeit kann ja auch länger dauern als Beten, ne? Das ist, stimmt schon. Aber jetzt ist ja auch langsam dunkel, ne? Das ist jetzt nicht so die beste Zeit, um hier in der... Ist schon richtig angelegt, ne? Also vormittags, hier eine Ostausrichtung, kann man was machen. In der Bibliothek. Und schreiben geht dann oben weiter. Ach, das ist ja gar nicht Bibliothek. Das ist ja Chemielabor. Verkacken noch eins. Ja. Warte mal bis kurz vor 12. Haltet euch nochmal stumm, wenn ich einschenke. So, jetzt. Geht zur Arbeit, Skriptorium melde ich bei Bude. Was? Es gibt nichts zum Ampfen? So, jetzt halt hier übersetzen. Gelobt sei Jesus Christus. Mhm. Ich wäre dann hier. Wunderbar, ich habe dich erwartet. Ja. Wo war unser Tisch? Das hier, ne? So. Die Mitte, das unterste, das oberste, fertig. Ja, ja, die Zwischensequenz kennen wir auch schon. Teilweise überspringen. Wie heute es noch schaffen. Hier ist er noch. Hier, bitteschön. Ich kann es kaum glauben. Herr im Himmel, so viele Fehler. Was? Wirklich? Willst du einen Trank haben? Der ist nämlich gut. Der schmeckt den. Oh, Rufer besser trotzdem. Ich glaube, die spinnen. Ich glaube, die haben alle eine Meise hier drin. Huch. Das habe ich vergessen. Ja. Ja, dann gibt es nicht was zu essen, Leute. Das kann nicht wahr sein. Haben die kein Mittagessen gestern gehabt? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Weil es so spannend war. So, Leute, wie sieht's aus? Nein? Immer noch nicht, ne? Wie sieht es denn überhaupt aus? Sehr gleichmäßig. Und, Moment, das müssen wir noch rein. Wir haben ja eine Hauptstufe. Was dachte ich? Habe ich nicht bei der letzten Aufnahme gesagt, dass wir eine Hauptstufe, einen Aufstieg haben? Oder können wir hier drin keine Werte verteilen? Das ist nämlich sehr komisch, dass ich gar nichts habe. Dann ist es so. Ja, so, das waren hier die ersten Piraten. Die haben sich ihre Bücher da abgeschrieben und dann teuer oder billiger verkauft, das ist das Original, ne? Ja, gab ja keinen Buchdruck. Aber egal. Trotzdem sind es Piraten. Kopierer. Sag mal, das Ding, ne? Das scheppert fast ins Fenster rein. Muss man das so liegen lassen? Wir hätten ja jetzt eigentlich noch die anderen Seiten suchen können, aber. Die sind wahrscheinlich da, wo wir jetzt immer nicht hin dürfen. Und ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder irgendwie erwischt zu werden. Aber die Flucht gestern, die war ganz cool. Also das hat so super funktioniert. Ich bin ganz erstaunt gewesen. Die hatten ja gar kein Land mehr gesehen. Die hatten ja bloß noch Staubwolke. Hinter Heinrich.
Ja, der Schrank, den lasse ich in Ruhe, aber da war ich schon drin. Das ist warten cool, ne? Also so. Ich halte mich nicht an den Tagesplan, ja, dass ich nicht verrückt wäre. Was muss ich denn jetzt machen? So, ne, Kacke. Sind sie alle weg? Hier drin? Nein. Schon wieder beten. Hoppala, hoppala, hoppala. Jetzt aber schnell. Der andere hat er schon gefressen, ne? Habt ihr das gesehen? So, hier bin ich. Habt auf mich gewartet, ne? Moment, ich breche nochmal ab. Wir sollen ja während des Abendmahls hier, ne, uns treffen. Nicht, dass es jetzt zu lang war. Nee. Wir sind noch voll dabei. Und keiner löst die Formation auf. Ja, natürlich. So, 18 Uhr. Da gibt es jetzt aber eine ordentliche Mahlzeit, oder? So richtig schon Ritteressen. Ich habe gedacht, ich muss nach der Abendmesse mit Antonius im Dormatorium treffen. Dings. Soll ich ja jetzt nicht mit den anderen essen. Also hier ist er nicht. Der Einzige, der da ist, ist er. Das ist aber seltsam, oder? Komischerweise hat man den auch nie beim Essen gesehen. Na, wann ist denn der? Hat er eine Privatküche oder was ist mit ihm? So, nochmal lesen. Ich muss mich nach der Abendmesse mit Antonius im Dormitorium treffen. Wenn der jetzt da sitzt, ne? Hartherzige, stolze und ungehorsame, soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift. Ein Tor lässt sich durch Worte nicht bessern. Und auch dieses. Ich kann hier noch nicht mehr essen. Mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Ne. Die Regula Benedict. Lass dich nicht stören. Obwohl. Ne. Servus. Was möchtest du? Meine Ruhe haben. Ich könnte ja auch alles melden. Das Retire-Turnier. Oh Gott, wir sind ja drin gefangen. So, jetzt ist er weg. Wo wird er wohl auftauchen? Wie viel müssen wir zurzeit? So, jetzt ist wieder Tagesplan in Gefahr, anscheinend. Nicht zu sehen, der Knabe. Laufen die schon wieder rum. War das jetzt die Abendmesse? Ja, ne? Also noch eine Messe gibt's ja nicht. Wisst ihr was? Dann warten wir hier halt einfach nochmal eine Stunde. Ja, bis 19 Uhr, okay? So. Ja,
Also ganz rund läuft's gerade nicht, ne? Okay, das ist er wieder, der mich nicht erwischen darf. Natürlich schlecht. Und jetzt steht er, leg dich schlafen. Da würde ich mir nicht so viel von erhoffen. Nein, warum nicht? Die haben nur eine Handvoll Banditen erwischt. Okay. Was geht denn da? Ach, wir hätten da oben treffen müssen. Ja, wenn man halt wüsste, was das Dormitorium. Ich dachte halt da unten, ne? So, 19.52 Uhr. Ist das jetzt schlau, was ich jetzt hier mache? Die Regula Benedicti, Kapitel 2. Der Akt. So, wie spät ist es jetzt? Ach, Gottes Willen. Können mich alle ermachen. Na? So, bin ich jetzt auch bloß drauf gekommen, als sich da oben zwei unterhalten haben. Ist da oben das... Was hat er denn mit den Türen hier in diesem Kloster? Das ist ja ist auch noch nie passiert. Ich muss mich ganz weit wegstellen und dann geht er auch so rum und zu. So. Ich kaue mich einfach ins Eck. Würde mich niemand. Also das sucht ja auch keiner, oder? Ja, so. Was war die Abendmesse? Ist das, ne? Bruder. Tatsächlich, da findet mich. Was tust du hier? Solltest du nicht. Du hast recht, Bruder. Das ist deine. Achso gut, wenn er mich hier findet, dann findet er mich aber... Nee, ich glaube nicht. Also ich denke mal, der läuft halt normalerweise hier nicht entlang, aber das Spiel möchte halt, ne, dass wir da die Kacke hier mitmachen. Ansonsten schneide ich hier einfach nochmal. Wenn das nicht geht, dann schneiden wir einfach nochmal. Hilft nichts, Leute, hilft nichts. Die Frage, wann brech ich mal ab? War 18 Uhr cool? Guck mal. Aha. Friede sei mit dir, Bruder. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Das habe ich vorhin ihm schon gegeben. Es wurde entfernt, oder? Die Empore hinuntergestoßen hast. Und jetzt? So, und jetzt? Sag, was wir jetzt machen müssen. Ich mach das hier nicht mehr mit. Okay, Leute, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Unglaublich. Schaffen es noch. Ich will mein Zeug wieder anhaben. Ich will mein Geschmeide. In meinem Peppitz, sogar beim Peppitz will ich wieder. Entschuldigung. Die Speise mit den anderen. Soll man sich da hinsetzen? Nee. Ach, und jetzt läuft keiner rum, der uns abfängt. Das ist so ein Zufall. So, und jetzt zieht er sich aus und wirft seine Klamotten hin, oder was? Da. Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Habt ihr den langen Arm gerade gesehen? Das war ja gruselig. Boah. So, und jetzt hier gehen wir raus, ja?
Okay. Wieso haben wir uns überhaupt Gedanken? Um Gottes Willen, was hat er getan? Was ist denn mit ihm los? Das ist kein Mensch. Das ist doch kein Mensch. Okay, hier komme ich noch nicht mal hoch. So. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Nope. So. Ich kann dich nicht laufen lassen. Verbessert. Du bist ein Schurke. Was soll das? Hast du mir geholfen, nur um mich dann zu verraten? Tut mir leid, aber du warst dort, als Neuhof überfallen wurde und bist ein wichtiger Zeuge. Ich bringe dich zum Vogt. Gregor, das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin nicht Gregor. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber sterbe ich, als meine Freiheit zu verlieren. Das kannst du vergessen. Das ist halt schlecht für dich, weil ich habe halt schon ein paar Boxkämpfe. Na? Oh, bitte, pass auf. Nicht mit dem Kopf rücklings da jetzt runter. Halt die Klappe. Gott verdammt! Na, Heinrich, was ist denn jetzt? Ich häng fest. Das ist ganz schlecht. Warte doch. Jetzt passt wieder. Jetzt passt wieder. Jetzt kommen wir wieder. Das jetzt wieder, Heinrich. Na komm, der kann doch nichts drauf haben. Na also, jetzt haben wir ihn. Los nochmal. Hau ihn so richtig die Birne weich. Ich bin hier drüben. Wollte es gerade. Wollte es gerade weghauen. Geht's aber nicht. Und nun geht's. Na also, Faustkampf ist auch hoch. Ach ja. Zu welchem Vogt gehen wir denn eigentlich? Partei? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Leute, ich kann es noch gar nicht fassen. Oh. Mensch, na, das war jetzt aber auch eine Sache, oder? Im Kloster. Meine Sachen, also meine ganzen Besitztümer sind jetzt ja noch in der Kiste da drüben, ne? Weiß ich. Ich will die jetzt schon wieder haben. Bin ja fast nackig. Ist auch so ein Leinentuch unten durch. Ein paar Blumen. Ein Rateil-Turnier. Was machen wir jetzt? Das ist einer der Männer, die Neuhof überfielen. Wurde ja richtig erwischt, ne? Er sollte dir etwas Nützliches erzählen können. Doch ich müsste dich um einen Gefallen bitten. Er sollte versteckt gehalten werden, damit seine Spießgesellen nicht wissen, dass er hier ist. Gute Arbeit. Den Gefallen tue ich dir. Ich werde ein hübsches, dunkles Plätzchen für ihn finden. Das ist schon der zweite, den wir ins Gefängnis bringen. Und da wir schon dabei sind... Bestimmt irgendwann einen Rachefehlzug von den anderen. Warte hier einen Moment. Ja, bitte. Meine Habe. 500 Groschen. Das ist gut. Aber wo ist denn jetzt meine Habe? Habe Kerkerling? Da ist er nicht. Um Gottes Willen, jetzt kommt er die Treppe nicht hoch, doch. Leute, ich find's geil. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Willst du nicht im Kloster sein, Junge? Nee, wirklich nicht. Vertrau mir. Nein. Vielen Dank fürs Zugucken. Und demnächst geht's wieder wie gewohnt weiter. Erstmal alles wieder chillen. Erstmal unser Kaffee wieder zurück. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Servus.